Das Autohaus Lademann hat eine lange Tradition. Es wird am 2. Mai 1946 von Hermann Lademann gegründet, dem gleichnamigen Großvater des heutigen Geschäftsführers. Das Autohaus Lademann ist ein Familienunternehmen, jetzt in dritter Generation. Gegründet hat das Ganze mein Großvater nach dem Krieg als Maschinerie-Reparaturwerkstatt für Landmaschine und Fahrräder hauptsächlich damals noch. War noch das Prinzip aus 2 mach 1, 2 kaputte wurde dann ein Ganzes. Und er hat sich aber relativ schnell VW angeschlossen. Anfang der 50er kam schon ein Servicevertrag für Volkswagen dazu und in den 60ern dann schon die erste Niederlassung in Buchen. 1971 schließlich muss Hermann Lademann gesundheitsbedingt die Geschäftsleitung abgeben an seinen erst 21-jährigen Sohn. 1998 hat mein Vater das Ganze dann nochmal erweitert mit einer moderneren Werkstatt, inklusive Karosserieabteilung und Nutzfahrzeugarbeitsplätzen für die Zukunft. Und seit 1999 bin ich selbst mit dem Unternehmen, erst als Verkäufer, dann als Verkaufsleiter und seit 2008 jetzt als Geschäftsführer. 2008 werden die Vertriebsrechte für Volkswagen in Tauberbischofsheim übernommen, 2009 in Bad Mergentheim. Trotzdem ist Hermann Lademann unzufrieden. Wir waren in der Vergangenheit einfach nicht optimal aufgestellt. Wir haben uns 2008 nach Tauberbischofsheim entwickelt und 2009 dann auch nach Bad Mergentheim, hatten aber in beiden Betrieben nur die Verkaufsrolle inne und haben doch relativ schnell feststellen müssen, dass wir so unseren Anspruch an Kunden gegenüber nicht wahrnehmen können, ohne auch die Serviceabteilung im Hintergrund zu haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ja einfach einen Schritt weiter gehen, unser komplettes Portfolio anbieten, wie wir das auch in Buchen sehr erfolgreich tun. Und deswegen haben wir hier neu gebaut und auch die Werkstatt für die Zukunft mit dazu genommen. Also wurde ein neuer Standort geplant, eben hier im Gewerbegebiet Wöllerspfad in Königshofen. Verkauf und Service sind in diesem über 5 Millionen teuren Neubau ab sofort unter einem Dach. Eine notwendige Investition, denn die Anforderungen der Branche haben sich verändert. Ja, natürlich. Also wir sind ein bisschen weg von dem klassischen Verkäufer-Image. Wir sind nicht mehr so diese Drückerkolonne, wie man sie vielleicht kennt, das gibt es schon lange nicht mehr im Automobilhandel. Heute ist mehr die Beratung im Fokus, Mobilitätskonzepte für den Kunden zu erstellen, ganze Flottenlösungen, natürlich auch im Servicebereich einiges mehr, als es früher der Fall war. Eine Inspektion, Kotflügel getauscht, heute kommt viel Elektrik dazu, Fahrerassistenzsysteme, Fahrsicherheitssysteme und da ist natürlich eine ganz andere technische Ausrüstung und Ausbildung erforderlich der Mitarbeiter, um das alles heute noch darstellen zu können. Die ganze Branche befindet sich im Wandel und das Autohaus Lademann geht mit oder besser gesagt, geht voran. Ja, die Zukunft wird sich sicherlich verändern, weg vom Verbrennungsmotor hin zu alternativen Antrieben. Sicherlich ist die Elektromobilität ein Teil des zukünftigen Mobilitätskonzeptes, reiner Elektro, aber vor allem viel Hybrid, denke ich. Aber auch Erdgas ist nach wie vor stark im Kommen und wird sicherlich in Zukunft einen Teil des Modellmixes ausmachen. Jetzt also die Neueröffnung des Autohauses Lademann in Königshofen. Positiver Nebeneffekt der internen Neuausrichtung: 6 neue Mitarbeiter wurden bereits eingestellt und im Laufe des kommenden Jahres sollen 9 weitere folgen.